Ich trinke seit ein paar Tagen einen ganz besonders süßen und fruchtigen Tee. Und da wollte ich mal in dem Video zeigen, hier, wie ich das mache. Ich habe hier erstmal einen sehr, sehr schlichten grünen Tee. Dann mache ich mir jetzt hier mein kleines, so Gitter-Tee-Ei. Das mache ich mir da jetzt voll, sodass da ungefähr so ein Teelöffel, aber ein bisschen mehr drin ist. Den mache ich jetzt in mein Teeglas und da gieße ich jetzt Wasser drauf, was, na, wird so 80 Grad heiß sein. Also ich mache das auch, dass ich das zum Kochen bringe und dann lasse ich es kurz stehen, dass es dann, ich wollte mal so eingießen, dass hier Effekt ist. Und jetzt lasse ich das ganze Ding 4 Minuten ziehen. Okay, 4 Minuten sind um. Jetzt ziehe ich den raus. Jetzt kommt, was den Tee so süß macht. Der ist jetzt noch relativ mild. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch noch kürzer drin lassen können. Also so 3 Minuten habe ich auch schon gemacht. Und jetzt, also dass der Teegeschmack nicht so stark ist, dass der nicht das, was ich jetzt reinmache, überlagert, nämlich Marmelade. Ich habe hier eine Aprikosen-Orangen-Marmelade. Die wollte keiner kaufen, die war im Angebot. Da mache ich jetzt so 2 Teelöffel mache ich rein. Gehäufte. Erster Teelöffel. Zweiter Teelöffel. Und da ist Zucker drin, da ist aber auch Orangensaft und Aprikosenmus drin. Und sonst nicht viel. Das ist aber auch noch nicht süß genug. Jetzt kommt noch ein kleiner Schuss Ahornsirup rein. Das ist auch größtenteils Zucker. Ich würde denken, noch nicht mal einen Teelöffel. Er ist noch ein kleines bisschen zu heiß zum Trinken. Das heißt so, ich werde den jetzt noch 3, 4 Minuten lang umrühren, bevor ich ihn trinke. Aber so vom Geschmack ist er echt ganz lustig. Er geht schon so ein bisschen Richtung, es ist wie ein warmer Eistee. Also es ist fruchtig, es ist süß. Da sind kleine Stücke Fruchtfleisch von Orange drin. Erinnert mich mehr an eine Limonade, eine warme. Mehr an einen warmen Eistee als einen regulären grünen Tee. Schmeckt aber trotzdem deutlich nach Tee. Na gut, also war schon hier meine neue Erfindung, dem Marmeladentee.